Das ist immer diese Missverständnisse, wo ich sage, es ist so einfach, gerade diese einfachen Sätze, die man verstehen muss und wo sich immer wieder der Zweite reingrätscht, dass wenn du verstanden hast, dass diese Computermetapher, wenn ich jetzt sage, du bist der Computer, du kannst nur das sehen, was auf deinem Bildschirm in Erscheinung tritt. Das heißt, in deinem darstellenden Bewusstsein, nenne ich das in manche Holofeeling-Schriften. Das, was du in deinem darstellenden Bewusstsein zu sehen bekommst, das sind deine Informationen. Und wie in einem Computer jegliche Form von Informationen hörig von den Daten, die im Arbeitsspeicher sind und von dem Programm, der diese Daten zur Anschauung bringt. Bist du selbst, also dieses Du selbst blau geschrieben, dein blaues Ich ist eine KI. Und wenn du träumst, der ganze Traum wird aufgeschmissen von deiner KI. Deine Vorstellungen, deine Wünsche, deine Gefühle, allen voran deine Gefühle. Immer dran denken, die Gefühle. Programm. Ein Konstrukt, das große blaue Ich, nenne ich auch KI, ist ein reines Konstrukt, Werte- und Interpretationsprogramm. Und dann fängt das Ding zum Schwingen an. Und die Figuren in deinem Traum, das sind auch bloß KIs. Ich mache mal nochmal ganz einfach vom Anfang her. Ich sage, wir denken uns jetzt ein Autorennspiel aus. Computerspiel. Ein klassisches altes Computerspiel ohne Multiplayer-Modus. Das heißt, das sind 30 Autos, Rennautos und jedes dieser Rennautos, wir können auch ein Fußballspiel nehmen, hat ein ganz klares Programm. Das ist so programmiert, dass es möglichst schnell fährt, dass es keinen Unfall baut, dass es sich von keinen überholen lässt und möglichst viele überholt. Da musst du natürlich jetzt, du reagierst, wenn vor dir einer bremst, bremst du, dass du nicht drauf fällst, du bremst vor einer Kurve, dass du nicht rausfliegst. Wenn du im Rückspiegel dann siehst, versuchst du die Seite zu wechseln, dass der dich nicht überholen kann. Und dir muss jetzt klar sein, dass wenn du jetzt als Spieler eines dieser Autos steuerst, dass du im Prinzip genauso funktionierst wie diese KIs. Weil du dieselbe Logik zugrunde legst. Wir können ja sagen, wir spielen ein Fußballspiel. Wir sagen, da sind jetzt viele Spieler-KIs, die versuchen, das gegnerische Tor zu treffen, den Gegner den Ball abzunehmen, möglichst den Ball nicht an den Gegner zu verlieren und wenn ich abspielen muss, möglichst nur einen aus meiner Mannschaft anzuspielen. Das ist einmal ganz einfach. Das heißt, sobald du ein Männchen steuerst, funktionierst du genauso wie alle anderen KIs. Das heißt, dir muss jetzt erst einmal klar sein, im Umfeld deiner Mitmenschen, inwieweit funktioniere ich noch genauso wie alle anderen. Und das hat jetzt nicht unbedingt, dass ich dieselbe Meinung haben muss, aber ich bin genauso rechthaberisch und habe genauso wie alle anderen, die ich mir jetzt ausdenke, die nur Gedanken von mir sind, komplettes Gefühl, dass das, was ich denke, dass das logisch ist. Und wenn jetzt einer auftaucht, eine KI, die anders programmiert ist, ist das für mich vollkommen unlogisch. Aber hätte ich jetzt, würde ich jetzt die andere KI spielen, würde ich mit der anderen KI denken, dann wäre meine jetzige KI unlogisch, eventuell. Oder gewisse KIs kooperieren, haben dieselbe Logik. Das ist ganz wichtig, dass man das versteht. Das Spiel spielst du ganz alleine. Ich kann es nicht oft genug sagen. Solange du meinst, dass irgendein Gedanke von dir was verstehen könnte, er ist immer so, wie du in dir denkst. Du kannst ihn auch nichts erklären. Das ist der wichtigste Punkt an Holofeeling. Darum wiederhole ich denn gebetsmühlenhaft, wenn ich in dir auftauche, als Pixelmännchen oder als Udo Brösel. Dass du irgendwann einmal begreifst, es dreht sich alles nur um dich, um den, der mich jetzt sprechen hört. Und das ist mit Sicherheit nicht das Pixelmännchen Loder. Oder der Mensch Loder, wenn du glaubst, du bist der Loder. Es ist auch nicht der, der jetzt vorm Computer sitzt und sich dieses Video anhört. Es ist eine andere Ebene. Ich rede von einer anderen Ebene. Und ich wiederhole hier nochmal, es ist weder ein esoterisches noch ein religiöses und schon gar kein geistloses, naturwissenschaftliches Geschwätz. Wir reden von dem, was hundertprozentig sicher ist. Das, was du Geist hier und jetzt von Moment zu Moment überprüfen kannst. Und das Erste, was dir bewusst werden muss, dass jeder neue Gedanke, der in dir auftaucht, den bestehenden Gedanken zerstört und jeder neue Blickwinkel, wie ich das sage, den du zu sehen bekommst, zerstört das bestehende Bild. Es ist ein ständiger Wechsel von Informationen. Mit der wirst du konfrontiert und du spielst jetzt in einem gewissen Maß eine Rolle. Es ist, dass ich einmal einer fragen würde, was bedeutet das Wort, ich spiele eine Rolle, ich mache es jetzt bloß wieder so. Es ist auch du selbst, erlebst diesen ständigen Wechsel in dir, was an dir selbst überhaupt nichts verändert. Das heißt, ich führe dich in einen Zustand,
der eigentlich schon immer ist. Ich führe dich zu dem, was du bist. Ich sage, ich erkläre dir, was du bist. Das ist das Allerwichtigste. Solange du immer wieder dich mit deinen Gedanken von dir selbst verwechselst, wirst du leiden. Wenn ich jetzt sage, du wirst bis in alle Ewigkeit leiden, das ist einzig und allein, weil du das nicht annimmst, was ich dir sage. Weil so hartnäckig dein Ego ist, deine KI ist. Dieses ganze geschwätzte Schwamminhalt, wo du meinst, das ist deine Meinung, das ist deine Logik. Vergiss es. Das konntest du dir überhaupt nicht raussuchen. Hör dir das immer wieder an. Mach dir das immer wieder bewusst. Wir reden von dem, was ist. Und du sollst deine Rolle spielen. Und mit Holofeeling lasse ich deine Rolle vollkommen unangetastet. Mir geht es nicht darum, dass du an dir was veränderst. Und dann doch wieder. Weil sonst wäre ich ja einseitig. Wir reden von der Vollkommenheit. Kann ich etwas verändern, ohne irgendetwas zu verändern? Schau, Lothar. Ja. Du kannst aus einem Buchstaben ein Wort machen. Sag ich mit unserem H. Dieses H machen wir zu einem Wort, nämlich zum Wort Haus. Du wirst feststellen, sobald du jetzt das Wort Haus hast, dass wir an dem H überhaupt nichts verändert haben. Und ich sage jetzt, dieses H symbolisiert definitiv dein jetziges Bewusstsein. Das ist das Spiel. Dein ganzes Wissen. Ja. Zwangsläufig symbolisiert das H das Wissen deiner ganzen Welt, weil du denkst dir jetzt irgendwelche Physiker aus, wo in dem Wahn zu glauben, ich bin jetzt bloß der, der ich zu sein glaube. Ich bin jetzt bloß der, der jetzt vom Computer sitzt und sich dieses Video anhört. Dann denkst du dir jetzt Physiker aus, wo du sagst, die sind ja so gescheit, die wissen ja so viel von Physik und die wissen so viel die Chemiker von Chemie und was ich alles, was du dir noch alles ausdenkst. Aber die existieren doch immer bloß, wenn du sie denkst und du bestimmst, was die wissen und was die nicht wissen. Du bestimmst jetzt zum Beispiel, was du Udo für ein Typ bist, den du dir ausdenkst. Das sind die Pixelmännchen. Oder was der Lothar für ein Typ ist. Für dich wird jeder Mensch, den du dir denkst, genauso sein, wie du ihn dir denkst. Und du sprichst dem Menschen das Wissen zu und so, wie du das glaubst, und jetzt habe ich da einige Tricks in dem Programm mit drin, wird es für dich erscheinen. Aber genau genommen ist die Ursache immer dein Glaube. Die Schwierigkeit ist diese Zerbrochenheit. Ich rede doch so oft von dem Dark. Dieser eine Dark, der zerbricht in Hell und Dunkel und wir wissen, wenn wir uns erheben, in Maßsetzung des heliozentrischen Weltbildglaubens im Hintergrund. Das ist ja auch nur ein Glaube, wie die Scheibe. Es ist nichts anderes. Man hat glaubt, die Scheibe ist bewiesen. Man glaubt, die Erdkugel ist bewiesen. Diese ganzen Beweise sind Hirnschiss. Nochmal, 99% all dieses angeblich 100%ig sicher bewiesenen Wissens, wenn du meine Genauigkeit an den Tag legst, wirst du feststellen, du könntest es nicht einmal überprüfen, wenn du wolltest. Das erfordert blinden Glauben. Religion und Esoterik ist nichts anderes. Jetzt kommen wir mal, machen jetzt aus dem Tag, machen wir nicht nur zwei Seiten, sondern mehrere Seiten. Wir nennen den Tag einmal einen Bund. Nennen wir einmal den Tag, den Bundestag. Ein Bund von Fraktionen. Und da muss ich zuerst mal wissen, was eine Fraktion ist. Das sind zerbrochene Stücke. Ein Fraktal. Es ist zerriss. Eine Fraktur ist ein Bruch. Bruch heißt im Geist. Du kannst natürlich auch lesen BR, hebraisiert, diese polare Berechnung. Hebräisches Wort BR, wissen wir, ist das Äußere, laut Langenscheid unter anderem. Und dann haben wir noch Uch. Ist immer eine aufgespannte Kollektion. Die kleinste Form einer Kollektion sind zwei. Das ist die polare Berechnung. Die sieht aber der normale Mensch nicht. Also gut, wir denken uns unter den Bundestag und da haben wir jetzt unsere Fraktionen. Und jetzt kommt der große Wahn dieser geistlosen Figuren, die ich dir einspiele, die nichts dafür können, die träumst du ja, dass die meinen, wenn irgendeiner dieser Fraktionen, dieser Einzelteile die absolute Mehrheit oder zumindest eine Mehrheit haben, dass sie selber reagieren können, dann wird ihre Welt besser. Als wenn ein Einzelteil in irgendeiner Fall das heilige Ganze verstehen kann. Das ist ungefähr so, wir sagen jetzt einmal, statt Parteien oder Fraktionen, wie man das auch nennt, nennen wir das einfach einmal Sinnesorgane. Und die Zunge labert daher und sagt, ich bestimme jetzt, dass wenn Schmecken an die Wand kommt, dann wissen wir, was Sache ist. Weil dann haben wir ganz klar entlarvt, dass die Augenpartei Lügner sind, weil die Reden laufen von Farben. Ich schmecke keine Farben.
Und die Ohrenparteien ist doch offensichtlich auch ein Lügner, weil die Reden laufen von Tönen und Geräuschen. Ich schmecke keine Geräusche. Das ist das, was deine Politik und deine Demokratie anstrebt. Immer eine Gleichmacherei, eine Einsmacherei, umso mehr dein Bewusstsein wächst. Und jetzt, ich rede nicht von einem quantitativen Zuwachs, sondern ganz im Gegenteil, vom heiligen Denken rede ich. So wie ich auch immer sage, wenn dein Geist wächst, Geist kann nicht wachsen, quantitativ betrachtet, weil Geist ja letzten Endes etwas nicht Denkbares ist. Ja. Wir reden hier von Worten. Und wenn ich jetzt mit dir kommuniziere, mit dir Geist, mit dem, nicht mit dem, der jetzt vor dem Computer sitzt und sich das anhört. Ein Gedanke hört nichts. Das sind so einfache Sätze, wenn ich sage, deine Ohren können so viel hören wie ein Mikrofon und dein Gehirn kann so viel denken wie ein Computerchip. Das sind ausgedachte Dinge. Ich kommuniziere von Geist zu Geist. Das ist ein ganz intimes Gespräch. Mir geht es in keinster Weise um irgendwelche vergänglichen Informationen von dir. Du warst schon da, bevor du das erste Mal an Lothar gedacht hast und du bist die meiste Zeit auch dann da, wenn du nicht an den Lothar denkst. Namen sind jetzt komplett austauschbar. Du kannst sogar die Namen setzen von dem, der du zu sein glaubst. Das ist hundertprozentig sicher. Du musst auch keinen Gedanken von dir von irgendwas überzeugen. Du hast genügend dazu zu tun, das selbst zu verstehen, was du bist. Und dann macht dich das erst einmal allein. Das macht dich vollkommen allein. Dann wirst du feststellen, dass alles, was du denkst, wenn du immer bist, wenn du weißt, was es heißt, im Meer zu sein, immer zu sein, das ist nicht irgendeine Ausdehnung von Wasser, das ist ein Symbol. Wenn du immer bist, dann ist alles, was du siehst, in Gedankenwelt. Und diese Gedankenwelt, die in dir auftauchen, von Moment zu Moment, weil du deine Rolle spielst, du bist ja eine Gedankenwelt von dir selber, ist zwangsläufig alles, wo du denkst, ist überall. Schau dir das Wort einmal genauer an. Es ist überall. All ist ja, Al-Ahim ist Gott das Meer. Wir können auch Elohim sagen. Und was in dir auftaucht, ist immer unmittelbar in der Transversale, wie ich das erkläre, keine Vergangenheit, ja, keine Zukunft, kein vor dir, kein hinter dir. Wir müssen in den Punkt rein. Es ist bildlich gesprochen überall. Das ist U mit zwei Bündchen drüber, ist es Schwingen. Dann haben wir BR, das kann ich lesen, Balau erweckt. Ich kann auch das E als Vokal draußen lassen, dann heißt BR das Äußere. Und das ist überall. All ist das Wort für Gott und das heißt auch nichts. Weil du das ja, wenn man von unten das ganze Denken von unten aus dir auftauchen lässt. Ja. Jedes Wort wird wirklich selbsterklärend. Und ich weiß, wenn du die Grundlagen für Holofeeling nicht hast, diese Figuren, die ich auftauchen lasse, Namen können wir jetzt austauschen, Symbole, hier unser Kasper, egal was es ist, wenn du Geist bist, du kannst genauso glauben, du bist der Lothar oder du bist irgendein anderer. Und der Wahn, dieses Holofeeling, das dich frei macht, da sind so viele Chancen, wenn wir jetzt unseren Spätel nehmen hier, nennen wir einfach einmal Michael MH. Da ist es definitiv so, der war so weit, der hat, ich denke mir jetzt einmal aus, in der Geschichte, was der Schriften gemacht hat, mit Sprache, wo er Holofeeling studiert hat. Wie kann das sein, dass der so abdriftet in diesen ganzen Esokack mit Reptiloiden und all den ganzen Zeug? Ja. Kann ich tausendmal sagen, mach dir kein Bild von irgendwas da droben am Himmel. Außerirdische. Ja. Raumzeitliches Denken. Ist es so schwer zu begreifen, wenn ich sage, du träumst, es kommt alles aus dir? Ist es so schwer, was hindert dich daran zu begreifen, wenn ich sage, ein Denker ist prinzipiell mächtiger, egal was er sich ausdenkt. Es entsteht in dem Moment, wo er es denkt und es ist genauso, wie er es denkt. Gibt es da recht viel zu verstehen? Brauche ich dafür Intellekt, um das zu verstehen? Das ist hundertprozentig sicher, dass der Denker, wenn es ein bewusster Denker ist, sich klar machen muss, dass alles, was er denkt, immer nur existiert, wenn er es denkt. Ich lasse jetzt extra mal diese sogenannte sinnlich wahrgenommene Information weg. Du wirst nämlich merken, für dich gilt dasselbe. Das heißt, in dem Moment, wo du eine Kirche anschaust, entsteht in dir die Kirche. Du bist bloß in der vierten Stufe der Vergessenheit. Da außen ist nichts. Zweites Gebot halten, sonst wirst du absaufen, immer wieder absaufen und neu inkarnieren. Als irgendein dummer Brösel, ja, und du wirst leiden bis in alle Ewigkeit. Wenn ich dir jetzt schon die Chance gebe, du musst dir an deinem jetzigen Leben nichts verändern. Ich kann es nicht oft genug sagen. Es kostet kein Geld und du musst dich nicht verändern. Wenn du die Rolle eines Arschlochs spielst, dann spiel weiterhin die Rolle eines Arschlochs. Aber mach es bewusst. Nochmal, wenn du
auf einer Bühne ein Schauspieler bist und du spielst der Mörder, dann wirst du das als Schauspieler nicht gutheißen, was du magst. Aber da du weißt, dass das nur eine Rolle ist, die du zu spielen hast, spielst du die trotzdem. Du wirst aber feststellen, dass die sich relativ schnell auflöst. Mein altes Beispiel, dass ich sage, es gibt keinen guten und keinen schlechten Film. Qualitäten entstehen durch den Beobachter des Films. Dein Leben ist ein Film. Ja. Du kannst dann in dem Film zuerst einmal nichts verändern, wenn der läuft. Du kannst eventuell wegzappen, dann hast du einen anderen Film laufen. Der ist aber nicht unbedingt besser, auch wenn du sagst, der ist besser. Du wirst merken, dann kommt wieder schlechtere, wie auf Feld dunkel kommt und auf Gesundheit Krankheit kommt und auf Krankheit Gesundheit. Dass nur einer gesund ist, das gibt es nicht. So wenig wie nur immer die Sonne scheint, weil das wäre der Tod. Jetzt im normalen Sinn des Wortes. Tod, merkst du schon, ja. Da ist der Wechsel ja schon mit drin. T-O-T, unser O mit den zwei Ts, die sich ständig auswechseln. Und jetzt ist es ganz einfach so, dass ich dann sage, ein Trick gibt es. Du kannst aus einem bisher von dir schlecht definierten Film zumindest einen interessanten Film machen, auch einen guten Film machen, ohne den Film zu verändern. Du musst dein Wertesystem verändern. Das Wertesystem verändern und jetzt kommt wieder das Spiel. Wir wollen doch nichts verändern. Kann ich was verändern, ohne was zu verändern? Ich kann doch mein jetziges Wertesystem komplett gleich lassen. Ich kann es aber erweitern, indem ich sage, oh, bisher habe ich einen Kreis ziehen. Ich kann das ja auch als Dreieck anschauen. Aber das große Problem ist, dass alles, was die Kehrseite ist, was für dich verkehrt erscheint, erweiterst du dich nicht mit dem Wissen, sondern du bekämpfst es. Mit einer unendlichen, geistlosen Hirnrissigkeit wird alles, was für deine Heiligung nötig wäre. Das, was ich einmal ganz vereinfacht, global, jedes Feindbild, das du in dir trägst, ob jetzt das ein anderer Mensch ist, irgendeine Meinung ist, das sind Feindbilder. Ich sage, liebe deine Feinde. Nicht, dass du denen um den Hals fallen musst oder dass du anfangen musst, wenn du, was weiß ich, Krieg als Feindbild hast, dass du anfängst, jetzt den Krieg zu bekämpfen. Sondern du musst begreifen, dass alles, was in dir auftaucht, sind Puzzlestücke von dir selber. Jede Welle, jeder Spritzer, der aus dem Meer rausspritzt, wird wieder in das Meer zurückkehren. Und in dem Moment, wo einer vernichtet wird oder draußen bleiben soll, ist das Meer nicht mehr vollkommen. Absolut gesehen. Das ist die allumfassende Liebe. Deswegen kann man durchaus seine Meinungen sagen, in dem vollen Bewusstsein, dass ich jetzt eine Einseitigkeit ausspreche. Ja. Ich kann jetzt zum Beispiel sagen, ich finde eine Schweinsachse finde ich interessanter wie ein Salat. Aber das ist auch eine Zeitphase, wie wenn ich sage, Mensch, ich liebe Sonnenschein. Du wirst nämlich feststellen, recht lang liebst du den nicht und dann sehnst du dich, dass es wieder ein wenig kühler wird oder vielleicht, wenn es dann die ersten Tropfen fallen, stellst du dich hin und stellst dich und sagst, ist das ein Segen. Bis es dann eine Woche regnet, zwei Wochen regnet, drei Wochen regnet und sagst wieder, was ist das für Scheiße? Das habe ich doch in 1000 Variationen in den Selbstgesprächen durchgeführt. Der Hunger. Wenn ich sage, dass dann Hunger, umso mehr Hunger du hast, umso unwohler fühlst du dich. Aber es steigt, wie dieses Unwohlsein, die Vorfreude auf das Essen. Und jetzt haust du rein, wenn es was zum Essen gibt. Dann entspannt sich praktisch dieses Unwohlsein, aber du hörst in der Regel nicht auf, du schießt dir was hinaus und dann bist du überfressen. Dann fühlst du dich wieder unwohl. Jetzt sehnst du dich eigentlich wieder nach dem nächsten Hunger. Das sind so einfache Beispiele, die ich immer wieder wiederhole. Wieso mache ich das? Weil ich dich ständig beobachte. Und ich permanent merke, dass du welche jeder Kleinigkeit es wieder vergisst. Ich rede jetzt nicht vom Lodo. Ich rede von dir. Schaue ich jetzt den Lodo an oder schaut der Lodo an dich jetzt? Diese zwei Pixelmännchen schauen doch dich an. Du solltest da mal genau hinschauen. Der Udo spricht jetzt nicht mit Lodo. Ich schaue den an, der mich jetzt ausdenkt, der vom Computer sitzt. Und der Loder schaut den auch an. Wir zwei beobachten dich jetzt. Vorausgesetzt, Pixelmännchen können ja irgendwas beobachten. Wirklich in eine andere Perspektive gehen. Du spielst es alleine. Du musst auch kein Missionieren. All dieser Blödsinn von Menschen, diese Filter, die sich einschalten, diese ganzen Figuren in deinem Traum, diese KIs, die setze ich dir doch vor, dass du immer mehr erkennst, wie unendlich geistlos Erscheinungen sind. Existieren, das ist kein Geist. Eine Welle ist kein Meer. Ich sage Sätze für das Wort Geist, das Symbol des Meeres. Ja. Und jede Welle, die auftaucht, ist nicht das Meer.
Da gibt es ja nichts zu retten. Ich kann es nicht oft genug sagen. Jeder, der dich da schön redet, du kommst ins Himmelreich oder du wirst überleben, der hat es eigentlich überhaupt nicht verstanden, nämlich das, was man ist als Gotteskind. Vergiss die ganzen religiösen Schwätze, egal welcher Couleur sie angehören. Des Juden sind, ob das Moslems sind, in Ich bin du erkläre ich dir schon klipp und klar, sind zuerst einmal tiefgläubige Materialisten, die ihren Schwamminhalt geistlos rezitieren, ohne sich Gedanken zu machen, was ich eigentlich in dieser Welt zu lernen habe als Figur, als Personifizierung. Ansonsten kann man viel Spaß haben. Es ist immer angelesenes Wissen. Weißt du, das ist ganz interessant. Das ist so, ich habe heute Morgen, habe ich ja so einen schönen Verfolger Bispers, glaube ich, heißt der, ein Video reingestellt, mit die Fettings gesprochen. Jetzt muss ich wieder einen raumzeitlichen Schnickschnack reden. Das ist zum Beispiel auch so eine Sache, wenn ich sage, ich rede jetzt raumzeitlich. Pass auf, ein ganz einfaches Beispiel. Angenommen, wir nehmen jetzt mal einen Chinesen. Der kann nur Chinesisch. Wenn du dich mit dem unterhalten willst, wir reden jetzt Deutsch. Wenn ich will, dass der das versteht, dann muss ich zuerst einmal Chinesisch reden. Alles, was wir nicht Chinesisch reden, kriegt er nicht mit. Genauso ist es mit der Vatersprache. Das Verrückte ist, dass die Vatersprache ja im ersten Mal Deutsch ist. Ja. Ich mit einigen Finessen. Das heißt, ich rede immer sehr, sehr präzise in der Vatersprache, auch jetzt ganz normal in Deutsch. Und jetzt ist, wenn ich sage, lass uns wieder normal reden, dann rede ich ganz bewusst raumzeitlich. Das heißt, in Maßsetzung deiner gewohnten Art zu denken. Darum sage ich jetzt, da ist ein Video drin, der Comedian, und da geht es, wer bestimmt eigentlich die Medien, wem gehören die Medien? Da macht er einen schönen Vortrag, ich kann dir das danach dann reinstellen, nach dem Gespräch stelle ich das Video mit rein, und da ist es definitiv so, die typische Art und Weise, von ihnen hier Humor zu machen, was dir klar sein mal, erzählt natürlich jetzt auf, dass letztendlich die ganzen deutschen Medien, es geht jetzt erst mal in Deutsch, aber es geht dann noch wesentlich weiter, dass das zwei, drei große Familien sind in Deutschland. Sehr interessant, die zwei größten davon sind übrigens Frauen und die waren immer Sekretärin von dem Bossen, wo er dann so, glaube ich, so schön sagt, die hat erst einmal die Frauen rausgemobbt und dann haben diese Chefs von den Medienanstalten ihre Sekretärin, Liesel Mohn zum Beispiel, die war die Sekretärin von Mohn, das ist und so weiter und so weiter und dann sind die Alten gestorben und die haben das dann übernommen. Aber da läuft alles zusammen. Das sind einige, zwei, drei große Familien, die komplett die ganze Medienlandschaft in der Hand haben. Die nationale Verdummung, das erklärt jetzt der. Ja, in seinem Vortrag. Aber was jetzt ist, was ich schon in einem Selbstgespräch angesprochen habe, alle Verschwörungstheoretiker, ist ja nicht, er beschreibt ja nur, dass das Wissen, wo diese Figuren rezitieren in einem Raum, was die auffallen sollten, wo haben die das eigentlich her? Doch aus der Zeitung. Selbst die ganzen Verschwörungstheorien, die in irgendeiner Art und Weise aufgebaut werden, brauche ich zuerst einmal einen Reizauslöser und den holen die sich aus den Medien, wo behauptet wird, das ist ja eher das Lüge. Mhm. Also wie funktioniert das? Hast du da immer noch irgendwie einen gewissen Glauben dran, dass da irgendwelche Mächtige sind? Wenn man das jetzt normal gedacht denken, ist letztendlich immer den, die die Zeitung gehört, der beschreibt, was in seinen Zeitungen veröffentlicht wird. Der ist natürlich jetzt ein gewisses Spielnot beim Fernsehanstalten, kann ja auch zu diesen ganzen Konzernen. Das sind die sogenannten Zuschauerzahlen, weil es ja wieder um Werbung geht, um Einnahmen geht. Aber du kannst das alles vom Tisch wischen. Du läufst geistig in eine Sackgasse. Du hast schon wieder vergessen, dass der Denker, der sich das denkt, prinzipiell mal die Quelle ist für das, was er sich ausdenkt. Und dass alles, was du dir denkst, das dann mal so ist, wie du dir das ausdenkst. Die Macht liegt bei dir, nicht bei irgendeinen Gedanken von dir, außer du hast komplett vergessen, wer du bist. Und jetzt musst du immer im Hinterkopf halten, es geht mir momentan nicht darum, dass du an dieser Traumwelt was veränderst. Und das ist das schöne Beispiel mit dem Führerscheinprüfungsbogen. Es geht mir nicht darum, dass du diese Fehler bekämpfst oder rausmachst. Du eliminierst die, wenn du die Prüfung bestehst, wenn du die ankreuzt, wenn du die erkennst. Dann fällt er wieder in dich rein, weil du die Prüfung bestanden hast. Und damit löst es sich auf, ohne dass man die Fehler bekämpft hat. Das heißt, deine ganzen klassischen Probleme von Korruption oder was du auch denkst, das ist weg, wenn du das durchschaust hast, wieso das da ist. Und nicht, dass du dich ständig über irgendwelche korrupte Leute ausdenkst. Und das ist natürlich mittlerweile so, ich habe das mittlerweile so gesteichert, dass wenn man Deutschland, das Land der Dichter und der Denker nennt. Ich mache jetzt bloß einmal ein Musterbeispiel.
Wenn man sagt, wie kann es das überhaupt geben? Das hat vor wenigen Jahren, jetzt normal raumzeitlich gedacht, wäre das unvorstellbar gewesen. Stell dir mal vor, du willst bauen. Okay, du willst bauen, ja. Wir sagen, wir wollen jetzt ja gar nicht über Finanzierung reden, weil da auch ein Haufen Facetten drin sind. Du hast das Geld meinetwegen geerbt. Du gibst jetzt ein Häuschen in Auftrag und da du nicht viel Jahrdarm hast, bestellst du dir das Schlüsselfertig. Und jetzt kriegst du einen Termin, das wird im November 2019 wird das fertig, also dass du die Möbel reinstellen kannst, so wie du das wolltest. Das haut natürlich wie üblich auf dem Bau nicht hin. Das Haus hätte, ich sage, ein ganz kleines, bescheidenes Häuschen, 500.000 Euro kosten sollen. Die Ende, die Moral von der Geschichte, du kriegst dieses Haus, ist 2029, 10 Jahre später, immer noch nicht fertig. Und die haben von dir mittlerweile über 5 Millionen Mark verlangt. Wenn ich das auf eine Privatperson beziehe, dann sagt jeder, das ist unmöglich, das gibt es überhaupt nicht. All das ist in deinen Medienwelten von dir, was du vom Hörensagen kennst, Berliner Flughafen. Schönes Beispiel. Die Elbchaussee in Hamburg. Ich verweise darauf, wenn du nachguckst, ich will jetzt mich nicht festlegen auf 2-3 Millionen Euro hin oder her. Ursprünglich hat der Hamburger Senat, wie beschlossen wurde, dass die dieses neue Konzerthaus bauen, wurden knappe 90 Millionen Euro genehmigt. Am Ende, fast 10 Jahre später nach der Eröffnung, hat das Ding fast 900 Millionen gekostet. Das ist genau das Beispiel. Was beim Berliner Flughafen ist, das weiß man mittlerweile nicht, das ist eh jenseits von Gut und Böse, Stuttgart 21. Das sind alles, was der Staat in Auftrag gibt. Alle Großprojekte haben mittlerweile genau dieses System. Ich kritisiere das vom Fehler hin, dass du irgendwann einmal dir klar machen sollst, das kannst du überhaupt nicht geben. So blöd, ich sage immer, so blöd können doch Menschen gar nicht sein. Ja, geht gar nicht. Das sind Dinge, wo du sagst, das ist keiner verdammt nochmal. Du kannst jetzt interpretieren, wenn die da außen sind, sind die entweder absolut total blöd, die, wo was zu sagen, aber hochgradig korrupt und haben sich selber die eigenen Taschen voll. Das wird jetzt für dich so sein, wie du glaubst, dass es ist. Ich sage aber, lass es. Es ist uninteressant. Setz deinen Haken und blätter einfach um, dass du mit dem Zeug nicht mehr resonierst, dann löst es sich auf. Ja. Das ist ein göttliches Versprechen. Dasselbe gilt für Krankheit. Dir wird kein Arzt helfen. Das, was du zu verstehen hast, es ist ein Verlängern des Sterbens, das Einverstandensein mit dem, was ist. Das komplette Einverstandensein mit dem, was ist. Ich nehme mein Kreuz auf mich. Fordere dein Wille geschehe. Dann wirst du zu einem außergewöhnlichen Menschen. Dann fängst du an, außerhalb deiner anerzogenen, einprogrammierten, dogmatischen Gewohnheiten zu leben. Da fängst du ganz klein an mit deinen zwanghaften Reaktionen, wenn du dich über was aufregst. Hat der Loder-Programm, hat er noch reichlich was drin. Ein schöner Satz, aber das ist der Loder, das hast du nicht zu verändern. Du hast es zu vervollkommnen, Loder. Das heißt, sagst du mal der Wert, der das die merkt. Freiheit. Auf die Freiheit. Das wäre die Freiheit. Du hättest die Freiheit, wenn du einen Film laufen hast im Fernsehen und du kriegst so einen Hals in deiner Personifizierung, dass du plötzlich auch drüber lachst. Du hättest die Freiheit. Herr, gib mir die Kraft, das zu verändern, was ich verändern kann. Das demütig zu ertragen, was ich nicht verändern kann. Du kannst momentan nicht die Fehler im Führerscheinprüfung verändern. Aber du kannst sie ertragen und du kannst sogar drüber lachen. Du wirst immer mehr dich, umso mehr Fehler du siehst, umso mehr wirst du dich freuen, wenn du das Programm erweitert hast, an den Fehlern jetzt in dem Leben, wo ich dir einspiele. Das Lachen habe ich gelernt. Du hast eigentlich nur sagen, Gott sei Dank muss ich die Rolle nicht spielen oder Gott sei Dank, ob ich den Fall bin nicht, du musst die Rolle nicht spielen. Das Lachen habe ich gelernt, wo ich Joker gespielt habe. Und ich habe auch drüber lachen gelernt. Wenn ich mich ärgere, wenn der Lothar sich ärgert, dass ich nicht auch drüber lache. Das ist, und das geht durchaus, wenn du über den Dingen stehst, dann. Das ist das kleine Beispiel, wo ich immer wieder wiederhole, weil das so treffend ist mit Matten. Ich kann doch nicht zuschauen, wenn meine Kinder auf die Straße rennen und nicht aufpassen. Du kannst es, wenn du aufgehört hast, dich mit dem zu verwechseln, der du zu sein glaubst. Als der Vater wirst du natürlich hinrennen, das ist programmiert und das ist auch vollkommen okay. Wer jetzt moralisch ja total falsch jetzt innerhalb dieser Vorstellung von Wirklichkeit das nicht so macht. Das ist das, wo die meisten bei Holofeeling nicht zuhören. Das sollst du weiterlaufen lassen, aber du wirst merken, dass das eine Unfreiheit ist. Es ist auch eine Unfreiheit, unbedingt jemanden retten zu wollen,
diese Kinder, die auf die Straße rennen, die sich in deinem Kopf schon dann auflösen, wenn du den nächsten Gedanken denkst. Das ist das Verrückte. Du hast immer noch nicht begriffen, dass jeder Gedanke, den du denkst, den bestehenden Gedanken zerstört. Und jeder Augenblick, jeder Blickwinkel, den du magst, der entsteht in dem Moment, wo du hinschaust, und er löst sich wieder auf, wenn du etwas anderes anschaust. Also zu glauben, dass der Kirche oder Haus so und so viel erbaut wurde, du hast überhaupt noch nicht verstanden, dass jeder Moment, der in dir auftaucht, jetzt auftaucht. Und solltest du noch zu der Kategorie gehören, die jetzt sagt, so ein Blödsinn, glaub mir, du wirst leiden, aus, aber nicht, weil Gott dich straft. Du strafst dich selber, weil du in einer riesen Arroganz, obwohl du die Chance hattest, dich für die falsche Seite entschieden hast. Nämlich die Seite der Trennung, des Zerbruchs und nicht für die Einheit, für die Heiligkeit. Und dann spielt es keine Rolle, ob man gesund sein will oder krank sein will. Immer wieder die Kategorie 2. Ich kann das nicht oft genug sagen. Fragen der Kategorie 2 erwarten immer Antworten der Kategorie 2, und es ist immer eine Einseitigkeit oder eine winzige Facette von einem höheren Komplex. Das ist jetzt die große Schwierigkeit. Und das ist immer Entheiligung. Das heißt, die Fragen, ist es richtig, ist Holofeeling richtig oder verkehrt, die stellt sich nicht. Steht in Holofeeling für Neugierige diese Erklärung über Holofeeling, über Meinungen, da bildet sich ja ein, der ist Gott. Nein, ich erkläre dir, dass du Gott bist. Ich bin bloß ein Gedanke von dir. Oder wenn dann eine Grüppchen bilden wollen und meinen, wir sind jetzt in einem Verein Holofeeling und das ist richtiger wie alles andere. Wieder verkehrt, Holofeeling ist nicht richtig. Holofeeling beschreibt alles. Wenn Holofeeling nicht auch verkehrt wäre, aus einer anderen Perspektive, wäre es unvollkommen. Ich könnte jetzt wieder sagen, Holofeeling, ein ausgedachtes Holofeeling ist wie der Kegel. Wo eine sagen, Holofeeling ist richtig, ist wie wenn einer behauptet, es ist ein Kreis. Du denkst schon wieder in einer anderen Dimension. Das, was ich dir erkläre mit Holofeeling, dass alles, egal was einer behauptet, dass der Recht hat, dass jedes logische System, jeder Glaube, ich nenne das Glaube, dass der durchaus für den, der mit diesem Glauben, mit dieser Logik arbeitet, dass alles, was er mit dieser Logik als richtig definiert, auch richtig ist. Aus dieser Logik heraus gesehen. Aber nicht absolut. In keinster Weise absolut. Es ist nur richtig innerhalb dieser Logik. Das erfordert die Toleranz, dass man alle anderen logischen Systeme zuerst auch als richtig erkennt. Dann wirst du mit der Freiheit, dass ich nicht sagen kann, nur schmecken ist richtig. Sehen ist auch richtig, auch wenn du als Schmeckmensch überhaupt nichts von den Farben mitkriegst. Und hören ist auch richtig, auch wenn du als Augenmensch überhaupt keine Töne hören kannst, sehen kannst, Entschuldigung. Das sind so all die kleinen Beispiele. Aber das kannst du natürlich nur an den Geist mitteilen. Solange du jetzt wieder in dem Wahn lebst, dass ein Gedanke von dir das verstehen könnte, eine vergängliche Erscheinung wird es nie verstehen, und jede Art von Information, auch wenn du an dich selbst denkst, das, was dann in dir in Erscheinung tritt, dieses Körpergefühl zum Beispiel, was du auch immer, wenn du an dich denkst, denkst, was du für Informationen zu sehen bekommst. Es ist genauso vergänglich, weil es schon wieder weg ist, wenn du nicht mehr an dich denkst. Also ich rede jetzt mit was ganz was anderem. Und nur das ist das, was ewig ist, und deine Gedanken interessieren mich eigentlich nur am Rande, im wahrsten Sinne des Wortes. Weil die nur am Rande existieren, aber niemals in die eigentliche geistige Tiefe von dir selbst eindringen können. Kann eine Welle, jetzt die Meermetapher benutzt, kann sich eine 2 Meter hohe Welle, kann die sich in 50 Meter Wassertiefe befinden? Da gibt es keine Wellen, da gibt es keine Unterschiede mehr. Jetzt könnte wieder ein Ja-Aber sagen, ja, da gibt es ja Fische. Ich sage, du hast gar nichts verstanden. Das sind sehr starke Vereinfachungen. Versteh das Grundprinzip, wo ich dir mit diesen kindgerechten Metaphern mitteilen will, als Gotteskind. Lass dich überraschen. Gib doch mir mal eine Chance, dass ich Wunder in dir einspiele. Aber die spiele ich dir nur ein, wenn du dich überraschen lässt. Das heißt, wenn du neugierig wirst, dass du mal deine Rolle spielst, versuchst dich ruhig zu halten, die Ausschläge sind sowieso da, mal ist man besser drauf, mal ist er weniger gut drauf, aber das muss ein leichter Ausschlag werden. Ich sage mal wieder, wie wenn du da liegst und schläfst. Bup, bup, bup. Das ist wichtig. So ein gleichmäßiges Dahintackern. Nicht die einseitigen Ausschläge. Und da ist himmelhoch jauchzend aus einer Freude, wie ein Reizauslöser oder zu Tode betrübt, ein Schockerlebnis. Diese Ausschläge, die reißen dich aus dieser Gleichmäßigkeit heraus.
Das Leben schlägt Haken, unberechenbare Haken. Darum sage ich, arbeite bei Zeiten daran, an Verlustängsten, dass dir klar wird, existieren, das löst sich sowieso auf. Auch das, was ich sage jetzt hier, prinzipiell jedes Museum, jedes Konservieren wollen von irgendwas über möglichst langen Zeitraum am Leben zu halten, ist vollkommen sinnlos, wenn du begreifst, was Zeit und Raum ist. Dieses Raum-Zeit-Kontinuum, wie man das immer so schön nennt. Da muss ich erst einmal wissen, was ein Kontinuum ist. Da gibt es keinen Raum und keine Zeit. Es ist ein Traum. Es sind ständig wechselnde Bilder, die aus einem Nichts entspringen, das reine Energie ist. Diese Energie, die ständig in eine andere Form von Energie umgewandelt wird. Das ist die Einstein-Form, von der kein Physiker was verstanden hat, weil das tiefgläubige Materialisten sind. Die Vakuumfluktuationen, wie aus diesem absoluten Nichts immer wieder Teilchen und Antiteilchen gleichzeitig entspringen und sich wieder gegenseitig auslöschen. Das sind Gedankenwelten. Das ist das hier. Wenn man das jetzt flächig sieht. Ja, Lothar, so ist das Leben. Ich lasse mal es gut sein. Hast du wieder mal ein schönes Erlebnis gehabt? Ja. Also, das kommt und geht. Du kannst nur schauen, wie du damit umgehst. Aber es bleiben Figuren. Figuren werden es niemals verstehen. Die demonstrieren dir bloß den Wahn. Dann braucht man wieder einen Schuldigen. Man sagt, man Holofeeling ist schuld, dass der durchdreht ist. Die haben gar nichts verstanden. Ich sage, wenn einer durchdreht, dann ist, weil er eben nichts von Holofeeling weiß oder das nicht lebt. Diesbezüglich ist jeder normal religiöse Mensch, egal welcher Glaubensgemeinschaft, welcher Fraktion an Glauben er angehört, ist Unheil. Er ist zerbrochen. Und über Materialisten müssen wir überhaupt nicht reden, weil die sowieso bloß geistlos sind. Das sind einfach nur geistlos rezitierende Äffchen. Die ganze Elite deiner Welt. Es sind Figuren in einem Traum. Es sind Protagonisten. Es sind Figuren wie erschaffene Geschöpfe in einem Roman. Keine Schuldzuweisung. Wenn ich überhaupt jemanden schuldzuweise, dann immer nur dem, der sich das ausdenkt. Der sollte sich einmal Gedanken machen, warum er das denken muss, nicht denken kann. Das, was du denken könntest, das erkläre ich dir mit Holofeeling, über das hinausgehend, was du zurzeit schon denken kannst. Aber das, was du denken kannst, ist unvollkommen, weil es einseitig ist. Nahezu all das, was du machst, ist immer einseitig. Umso mehr dir das bewusst wird, wenn du dich selbst beobachtest, umso mehr wirst du die Freiheit zu nutzen. Okay, Lothar? Jo. Also, Lothar. Dann war's. Schlüsselebene, bis gleich. Bis gleich, ja. Weil der, der uns jetzt ausdenkt, der denkt jetzt dann gleich nochmal an uns. Spätestens, wenn er das Video ausmacht und irgendwas anders tut. Und dann sind wir eh wieder, dann geht's uns wieder gut, uns zwei Brüssel. Ciao.